Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin mal wieder auf Customs unterwegs gewesen, um die ein oder andere Quest zu erfüllen. Der Raid lässt sich gut mit den Worten beschreiben: stark angefangen und schwach aufgehört. A la Karma, dass Tarkov einen sofort punisht, wenn man zu greedy wird. Aber schaut euch das Video selbst an und haut mir gerne in die Kommentare, ob euch das Tarkov-Karma auch schon mal so richtig hat leiden lassen, als es eigentlich doch so gut für euch lief. Das war's aber an dieser Stelle auch wieder mit meinem Gebabbel. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Danke euch fürs Zuschauen und wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Okay. Habe ich das tatsächlich an mir vorbeigegangen. Wie gesagt, ich kam im Urlaub jetzt nicht mehr wirklich viel dazu. Okay, wie ich sehe, seid ihr auf jeden Fall alle davon überzeugt, dass ich es nicht schaffen werde. Und ihr seid mir ein paar Krepel, Alter. Wie nett, ey. Nein, wir sind Realisten. Ja. Waren das jetzt zwei Scavarinos? Der Scav ist hinter mir. Du musst jetzt aufpassen, die Scavs können Angst riechen und stürmen dich weg. Fuck. Der wurde erschossen, aber nicht von mir, sondern von irgendwem anders. Ja. Du, man darf nicht vergessen, ich habe noch ultra schlechtes Gear. Ich muss hier noch ein bisschen vorsichtig sein. Du kleiner Draufgänger. Vor allem bin ich mir halt unsicher, ob das da vorne ein Spieler war, der da so um die Ecke geaimt hat. Oder ob das auch ein Scav war. Aber ich glaube, das war ein Spieler und der hat jetzt den Scav erschossen. Frage, ist der jetzt da vorne oder nicht? Ich sage, der ist hier noch. Das mit dem Schnee ist auch nicht unbedingt förderlich, ja.
Da ist er. Oben auf dem Dach habe ich auch gedacht gerade, ich warte, aber einer scheint hier links zu sein. So, draußen glaube ich ist aber auch noch einer. Draußen rechts glaube ich. Nee, doch nicht. Schöner Headshot. Gerade so. Also er hat mich zum Glück später erst bemerkt. Ich weiß tatsächlich bloß nicht, ob er alleine war. Was mache ich denn hier? Kann ich die unter der Reisschüssel tragen? Natürlich nicht. Kann auch sein, dass die Sounds jetzt anders sind, also dieses stille Geräusch beim Schnee. Weiß ich nicht, ob es das ist. Der wird hier schon gelootet haben, glaube ich. Wir gucken trotzdem mal in die Jacke. Ja, er war hier schon dran. Alles Money. Oh, er hat hier geblutet. So, jetzt müssen wir rüber Dorms am besten wegen Schlüssel gucken. Was sagt ihr? Gehe ich erst Dorms Schlüssel gucken oder gehe ich erst gucken, ob LKW vielleicht schon offen ist?
Ist das der Sniper-Scav? Ich würde erst einmal gucken, okay. Dann Dorms. Ja, habe ich mir auch so überlegt. Ist der Sniper-Scav, der da so heftig schießt, oder? Alter, die Sounds sind bei mir gerade so laut. Das Gefühl, die haben auch an den Sounds ein bisschen was verändert. Die Sound... Ach nee, Quatsch. Alles gut, ich trage die falschen Kopfhörer. Auto scheint zu sein. Ach, schade. Ich vergesse, dass ich Ultra Noisia drin habe. Das klingt noch nach Dorms. Eine SKS. Wie, er lebt noch? Ja. Kaum zu glauben, ne? Die SKS ist ein bisschen dolle Schrott. Die lasse ich mal lieber.
Okay, die Sounds sind auf jeden Fall anders. Was zum Teufel? Was ist denn hier los? Warum in Gottes Namen sind hier so viele Scavs tot? Oder es fällt halt sonst halt immer nicht auf, aber durch den Schnee siehst du jetzt halt alles. Der Kult, ja. Ich gucke tatsächlich noch durch. Ich brauche auch noch die 3M-Armor. Und Salevas können sie halt auch dabei haben. Von daher möchte ich jetzt hier ungern diesen geschenkten Loot hier so rumliegen lassen. Aber nachladen nicht vergessen. Da, dieses kleine... Das klingt so, als ob irgendwo jemand auf Schnee sich so ein ganz klein bisschen dreht. Ach, ich muss die Schrotze auch noch bauen. Ich brauche die mit dem Pistol Grip. Die ist, glaube ich, größer, ne? Ja. Red Cola. Das kann alles mal hier rüber. So, dann habe ich nämlich den Pistol Grip. Oh nein, da ist die 3M Armor. Ist, glaube ich, eh nur eine Dreier, ne? Ja. Ist eh nur eine Dreier Armor, aber... Naja, so viel Kram ist da nicht drin. Die raus... Die rein. Okay, jetzt habe ich schon mal ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall ganz gut gebrauchen kann. Können wir ja, kann ich ja mal kurz Richtung Dorms gehen, ganz außen. Und dann. Feuer ist an. Ich will natürlich, dass mir jetzt keiner hier über den Weg laufen möchte. Taxi schon jemand genommen? Oh, ich habe auch nur noch 11 Minuten. Alter, das hat sich ja alles ziemlich gezogen, wa? Geh nicht mehr nach Dorms?
Meinst du? Ja, stimmt schon. Mach dein Aufschuh, mach dir aus meiner Leitung raus, du Kämmer. Aber VX ist vielleicht da. Die Schüsse sind hinten. Okay. Ich höre auf die Community. Hast du Geld? Ja, Geld habe ich. Ja, dann renne ich hinten vorbei. Okay. In 3, 2, 1. Nee. Kein Taxi da. Das heißt, ich muss eh ganz hinten lang. Das heißt, ich renne einmal komplett hinten rum. Nice. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es war ein Ticken zu weit rechts. Ich hab gedacht, die kommt noch dran vorbei. Ja, Leute. Schön gelaufen ist das. Meine Fresse, fuck. Kannst ja weglaufen. Ja gut, er wollte dann auch weg, das habe ich dann auch gemerkt. Aber jetzt war ich mir meines Sieges so sicher, dass ich nicht aufhören konnte. War an sich trotzdem eine schöne Runde, ey.